Wer ist die Muslimbruderschaft und wer sind diese Anhänger der Hamas in Österreich? Die Muslimbruderschaft ist eine Organisation, die sozusagen subkutan agiert, die man jetzt sozusagen nicht so an der Oberfläche sieht, wie die dschihadistischen Extremisten der letzten 5-6 Jahre ganz eminent in Österreich. Die Muslimbruderschaft hat sich darauf spezialisiert, sozusagen im Gang durch die österreichischen Institutionen sich zu etablieren, Personen in Positionen zu bringen im österreichischen Administrationsbereich und sonst wie, und will sozusagen, hat sich zur Aufgabe gestellt, von innen heraus zu agieren, also sozusagen sich wie ein Fremdkörper hineinzufressen und extremistische Ideologien eben auf ganz andere Weise und andere Kanäle zu verbreiten. Aber wenn Sie sagen, hat sich sozusagen in Stellung gebracht, hat sich im Administrationsbereich in Österreich eingenistet, von welchen höherrangigen Positionen sprechen wir denn da? Naja, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Personen, die im Verdacht stehen, mit der Muslimbruderschaft im Zusammenhang zu stehen, die etwa im Bereich der parlamentarischen Mitarbeiter, die in verschiedenen Non-Profit-Organisationen agieren und so weiter. Also man versucht hier gesellschaftlich Einfluss zu nehmen und die Ideologie der Muslimbruderschaft, die auf Kutub und Al-Banna zurückgeht, die sozusagen das radikalste Gedankengut innerhalb des islamischen Extremismus propagiert, sozusagen als Vorfeldstufe des uns hier auch ganz klar wieder entgegengekommenen Dschihadismus zu sehen. Jetzt haben wir heute diese Razzien schon angekündigt bzw. wurden durchgeführt in der Früh. 60 Wohnungen, Häuser sowie Geschäfts- und Vereinsräumlichkeiten wurden dabei untersucht und in Folge wurden 30 Personen hier festgesetzt. Mhm. Von wie vielen Personen können wir denn überhaupt ausgehen? Wie viele gibt es bei uns in Österreich? Die der Muslimbruderschaft nahestehen, das ist relativ schwierig zu sagen, eben aufgrund dessen, was ich vorhin gerade erörtert habe, dass man das jetzt sehr unter der Schwelle der Wahrnehmung versucht, hier Einfluss zu nehmen. Aber es ist durchaus anzunehmen, dass hier ein Netzwerk entstanden ist über die letzten Jahre, das sozusagen diesen Ideen Vorschub leistet. Also es ist schwer zu beziffern mit Zahlen. So wie Sie das alles ein bisschen beschrieben haben, klingt das eben nicht so nach einem islamistischen Pöbel, der sozusagen gleich zur Waffe greift. Das klingt ein bisschen hier zumindest in Österreich offenbar eher nach einer Art elitäreren, Form des Islamismus, wenn man sich da offenbar in tatsächlich höhere Positionen schon hineingehievt hat und ein elitäreres Netzwerk etabliert hat. Wenn dann der Verdacht der Terrorfinanzierung besteht, dann können wir aber folgedessen wohl auch davon ausgehen, dass es sich dabei nicht um Menschen handelt, die irgendwo kleinere Geschäfte, einen Kebabladen etc. was betreiben, sondern das sind dann bedeutendere Geschäftsleute, die hier sozusagen für die Muslimbruderschaft, für die Hamas wirtschaften in Österreich? Das wird natürlich vom Ausland hineingetragen. Ja, man muss sich das so vorstellen, dass die Muslimbruderschaft ein weitreichendes internationales Netzwerk betreibt und dann sozusagen die Proponenten dieser Institution sozusagen hier versuchen, Einfluss zu üben. Und natürlich kann es sein, und auch im gegenständlichen Fall wird das vermutet, dass es hier Versuche gegeben hat, zumindest sich in Terrorismusfinanzierung einzubringen. Aber das Wesentliche, und dieser Begriff sollte eigentlich schlagend sein, ist die Absicht der Muslimbruderschaft, den Marsch durch die Institutionen zu beschreiten. Das ist ihre eigene Diktion. Es geht darum, hier den Staat von innen auszuhöhlen. Und ich denke, dass dies jetzt gerade durch den von der Regierung angesagten Kampf gegen den politischen Islam schon eine drastische Maßnahme ist, um zu zeigen, dass man auch hier den Finger drauf hält, genau hinschaut und die Szene durcheinander wirbeln möchte, um zu zeigen, wir wissen, es gibt diese Bemühungen und wir tolerieren das nicht.